Also im Vorfeld zur Recherche unseres Sommerinterviews in der Orange Zone haben wir uns ein bisschen im Netz umgehorcht und auch die Fans gefragt, was sie konkret von dir wissen wollen. Wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht und ich möchte mit der Frage von Angelika Musser beginnen, die von dir wissen möchte, wie das denn mit dieser Spielerverpflichtung abläuft. Wie ist der Prozess? Muss man sich das so vorstellen, du hast ein Konzept, suchst danach die Spieler aus, kontaktierst dann den Agenten und besprichst dich dann eventuell noch mit Thomas und wer entscheidet final, wer kommt und wer nicht kommt. Sind ja allein schon vier, fünf Fragen. Ich versuche das mal geordnet zu beantworten. Zunächst einmal, ja, wir haben ein Konzept. Das Konzept sieht Folgendes vor. Wir beschreiben ein Spielerprofil, das wir suchen. Jetzt gibt es zwei Gruppen von Spielern. Zum einen Spieler, die wir kennen, zum anderen Spieler, die wir nicht kennen. Wenn es Spieler gibt, die wir kennen, dann kann es durchaus sein, dass wir schon während der Saison die Fühler ausstrecken, weil wir wissen, das ist der Spieler, den wir haben wollen. Da reicht es oftmals nicht, dass man erst nach der Saison anfängt, Interesse zu signalisieren. Dann ist das ein Prozess, der während der Saison schon parallel läuft. Und dann gibt es die Spieler, die wir nicht kennen oder vielleicht auch nur ganz vage kennen, einmal gegengespielt haben oder so. Das ist dann die zweite Gruppe, die wir folgendermaßen abarbeiten. Da geht es klassisch Kontakt mit dem Agenten. Dem wird genannt, was wir uns an Spielern vorstellen, welches Profil dieser Spieler zu haben hat. Und dann wird geschaut, kann er mir Spieler anbieten, die diesem Profil entsprechen oder vielleicht einigermaßen ähnlich dem Profil sind. Dann wird des Weiteren geschaut, ist das überhaupt finanziell machbar? Wenn wir in dieser Richtung Tendenzen sehen, dass das passt, ja, und wenn ich von wir spreche, dann sind das immer Thomas und ich, dann wird sich deutlich intensiver mit dem Spieler beschäftigt, dann wird viel Videorecherche gemacht, dann wird ja, viel anderweitige Recherche gemacht, dann kontaktieren wir ehemalige Trainer, ehemalige Manager, Mitspieler, Gegenspieler und versuchen einfach ja, so viele Informationen wie möglich zu generieren. Ist auch das positiv, geht es in den direkten persönlichen Kontakt. In aller Regel treffe ich mich mit einem Spieler, manchmal telefoniere ich auch nur mit einem Spieler, aber in den meisten Fällen ist es ein persönlicher Kontakt, um auch dann abzuklopfen, will der Spieler überhaupt für uns spielen? Ja, sind seine Ziele deckungsgleich mit den Zielen, die wir für ihn sehen in unserer Mannschaft? Und erst wenn das alles passt, dann setzen sich der Agent und Thomas zusammen und arbeiten den Vertrag aus. So dass der letzte Teil der Frage dahingehend beantwortet ist, das finale Go kommt selbstverständlich vom Thomas, weil er ist der Geschäftsführer. Gibt es das Prinzip der Zweieinigkeit noch? Das hast du mal Ja, beschrieben, dass. das gab es immer, das gibt es auch immer. Also es ist ein relativ einfacher Prozess, den wir da durchlaufen. Sowohl der Thomas als auch ich müssen überzeugt von dem Spieler sein, ansonsten suchen wir uns einen anderen Spieler. Jetzt möchte Klaus-Dieter Ridlewski wissen, wie weit, wenn die Planung fortgeschritten ist, kann man schon von Zielen sprechen und wie sieht das denn die nächsten Wochen konkret aus? Auch wieder mehrere Fragen. Ja. So, dass drei Fragen irgendwann dann 10, 12 Fragen sind. Interessant. Also, Herrn Rydlewski kann ich sagen, dass wir mitten in der Planung sind. Wir haben ja schon eine Verpflichtung getätigt, haben auch schon ein, zwei harte Entscheidungen treffen müssen. Bei Spielern, wo wir von einer Weiterverpflichtung Abstand nehmen. Und Stand heute wissen wir, dass wir noch drei Importspieler suchen, sprich ausländische Spieler, haben auch ein klares Profil, wie ich das eben beschrieben habe. Und ja, der Fahrplan ist so, dass wir da jetzt mitten in der Suche nach den Spielern sind. Anders als andere Mannschaften definieren wir Ziele nicht von oben nach unten, sondern
gemeinschaftlich. Das heißt, wenn die Mannschaft steht, werden wir uns zusammensetzen und diskutieren, was wir erreichen wollen. Bisschen dem entgegensprechend ist, dass wir trotzdem so ein grundsätzliches Ziel immer haben, zumindest in den letzten Jahren immer gehabt haben. Und ich gehe davon aus, dass das auch wieder unser Mindestanspruch sein wird, das ist die Playoffs zu erreichen. Das ist uns letzte Saison nicht gelungen. Umso heißer werden wir darauf sein, das nächste Saison wieder zu erreichen. Aber alles Weitere, was wir uns für Ziele setzen, werden wir mit der Mannschaft gemeinschaftlich ausdiskutieren. So, nachgefragt nach diesen nächsten konkreten Schritten. Wie geht es weiter? Was steht auch bei dir jetzt auf der Agenda? Was hast du vor? Es wird ein relativ dicht gedrängter Sommer, oder ist es schon? Letzten Jahre konnte ich terminlich nie in Treviso sein. Das NBA Global Camp, früher Eurocamp in Treviso, findet jetzt am Wochenende statt. Dort werde ich vor Ort sein und dann eher nach Nachwuchsspielern schauen, gucken, wie sich der Markt entwickelt. Gleichzeitig ist das auch immer eine Chance, Networking zu betreiben, was auch wichtig ist, um vielleicht nochmal 2, 3 weitere Kontakte zu generieren, die man dann nach Spielern fragen kann. Ich werde mich weiterbilden, ich werde selbst ausbilden beim DBB. Ich werde parallel dazu die ganze Spielersuche weiter voranschreiten lassen. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang wird Las Vegas sein. Dort werde ich mit Thomas hinfliegen. Und dann geht es Mitte August mit der Vorbereitung los. Letzte Fanfrage, die ich dir stellen möchte, ist von Lars Walter, der das Thema Einsatz junger Spieler aufgreift und wissen möchte, warum du die nicht öfter oder noch öfter zum Einsatz bringst. Er meint, gerade in Spielen, in Phasen, wo es nicht so läuft. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich einen Spieler verpflichte, Dann muss ich ihm zeigen, dass ich Vertrauen in ihm habe. Ich arbeite mit ihm und wenn die Arbeit positiv ist, dann steigt natürlich mein Vertrauen und dann steigt auch das Vertrauen des Spielers in mich in aller Regel. Ja, dass ich ihn einsetze, dass ich ihn auch Fehler machen lasse. Sodass man grundsätzlich sagen kann, selbst wenn ein Spieler etwas schlechter ist in einem ersten Viertel, halte ich es für verkehrt, ihm dann quasi die Ohrfeige zu geben, nicht mehr einzusetzen und stattdessen einen jungen Spieler einzusetzen, weil dadurch nehme ich das Vertrauen, ihm das Vertrauen in mich, ja, und in meine Entscheidungen. Das grundsätzlich. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für junge Spieler. Insgesamt sind die etablierteren, die Profis, die nicht Doppellizenzspieler sind, spielerisch einfach den jüngeren Spielern noch etwas voraus. Sowohl was die Erfahrung angeht, als auch was die Physis angeht und vielleicht auch einfach was das technische und taktische Verständnis angeht. Das heißt, der etablierte Spieler hat einen gewissen Vorsprung. Jetzt ist es so, dass dieser Vorsprung kein Freifahrtschein ist. Dieser Vorsprung kann wettgemacht werden und der wird auch teilweise wettgemacht. Was ich jungen Spielern dann in aller Regel sage, dieser Vorsprung kann nicht wettgemacht werden, indem man ein gutes Training hat. Ich muss das Vertrauen in den etablierten Spieler haben und das habe ich auch. Und ein gutes Training oder vielleicht auch 1 oder 2 schlechte Trainings des etablierten Spielers reichen nicht aus, dass ich dann sage, so, der hat ihm jetzt den Spot streitig gemacht. Es muss eine Phase in meinen Augen von 2 Wochen sein, Minimum, wo ein junger Spieler einen etablierten Spieler im Training dominiert. Erst wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann werde ich mir ganz ernsthaft überlegen, muss ich jetzt den jungen Spieler mehr Vertrauen geben als den etablierten Spieler? Wir haben ja eine Idee dahinter, wenn wir einen etablierten Spieler verpflichten. Ja. Und diese Idee werde ich nicht über Bord werfen mit einem schlechten Training oder einem guten Training eines jungen Spielers. Dazu gehört mehr. In dieser Saison hat es David Krämer zum Beispiel geschafft, über Wochen teilweise bessere Leistungen zu bringen als die etablierten Spieler, sodass er dann auch irgendwann regelmäßig in meiner Rotation war. Und
das ist dann auch ganz klar der Zeig an andere junge Spieler. Schaffst du dies? Ja, schaffst du das, mich im Training so zu überzeugen, dann wirst du spielen. Und dann muss auch der etablierte Spieler ins Holz beißen und sagen, Mist. Ja, das ist dann eine harte Diskussion, die ich mit dem etablierten Spieler führe, aber die führe ich. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass unsere jungen Spieler schon so ein Niveau haben, dass ich sie punktuell in jedem Spiel einsetzen kann. Ja, ich erinnere mich, in Bayreuth war es Till Pape, der im zweiten Viertel aufs Feld kam, noch vor Tim Olbrecht, der in der ersten Halbzeit gar nicht aufs Feld kam. Ja, einfach weil ich in der Situation das Gefühl hatte, Till wird uns jetzt helfen. Diese punktuellen Einsätze, die gestehe ich nahezu jedem jungen Spieler zu, weil wir mit unserer Nachwuchsarbeit schon ein so hohes Niveau erreicht haben. Um etablierten Spielern Spielzeit wegzunehmen, dafür muss dann noch mehr kommen. Und das sehe ich ja letzten Endes im Training. Das sehen andere vielleicht nicht so. Mhm.